Heute freue ich mich voll, heute bin ich bei der Maria Schober zu Besuch. Das ist Forster-Nachbarin, ist in Bongau daheim, in Altenmarkt in Bongau. Und die hat einen tollen Roman geschrieben, der heißt Leonie, bis die Morgenröte kommt. Jetzt werden wir eine Runde dran, einen kleinen Hund nehmen wir mit. Also viel Spaß, freue mich, dass ihr mit dabei seid. Maria Schober, originale Bongauerin, Altenmarkterin. Hallo. Grüß euch. Und das muss ich jetzt vorstellen, ganz kurz. Eine ganz schneidige Mutter von 5 tollen Söhnen. Einen habe ich jetzt gerade in der Ehevorbereitung mit dabei. Und irgendwie schön auch zu sehen, ja. Auch deine Söhne gingen ihren Weg. Du hast diesen Roman geschrieben, Leonie, bis die Morgenröte kommt. Was ist deine Inspiration? Also seit ich ein Teenager war, hat mich das immer schon sehr beschäftigt und auch sicher sehr traurig gemacht, dass in Österreich nicht alle Kinder auf die Welt kommen dürfen. Wie ich da meine Kinder gekriegt habe, habe ich das Thema Lebensschutz ein bisschen aus den Augen verloren. Aber dann habe ich mich beim Forum Neues Leben eingesetzt für die Kinder und habe einfach gemerkt, dass mich das erfüllt. So tragisch die Geschichte ist, so furchtbar, aber dieser Einsatz für das Leben ist einfach irgendwie eine Herzensangelegenheit für mich. Bei so einem Roman, man wird es nicht glauben, spricht auch Männer an. Ja. Also meine Leseproben und die Berührung, das ist wirklich also sensationell, weil da kommt so viel, da spielt sich das Leben ab, da tut sich so viel. Das Innere ist turbulent, das ist aufregend, das ist abenteuerlich und da bleibt eigentlich keine Faser unberührt, keine Faser unbewegt. Also das Leben, das uns irgendwie so geschenkt ist und dann tatsächlich Herausforderungen trifft, vor allem wenn es ums eigene Leben weitergeben geht. Also ich würde sagen, eine Faser, die mich jetzt schon angesprochen hat, ist das unglaublich Turbulente und so Verborgene. Also auf der anderen Seite, da geht es zu, innerlich auch bei der Leonie, auch dann die Gertraud, ihre Großmutter, die auch dann durch die Leonie hindurch ihr eigenes Schicksal, ihr eigenes Leben aufarbeitet. Und das ist so turbulent und zugleich verborgen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es so schwierig, mit dem Thema Abtreibung überhaupt umzugehen, weil niemand darüber spricht. Es ist eigentlich, Abtreibung hat sich so bei uns eingeschlichen, ganz leise, ganz verborgen. Und trotzdem dürfen wir nicht drüber reden. Es ist ein absolutes Tabuthema. Und das zeigt mir eigentlich im Grunde, wir können mit dem überhaupt nicht umgehen. Und diese Verletzungen und Verwundungen, die meines Erachtens alle Frauen mitmachen, oder sagen wir mal viele, das wird nicht angesprochen. Es ist so ein enger Diskurs und wir sollten den wieder weiten. Und wir müssen wieder lernen, hinzuschauen. Und es sollte uns auch klar werden, dass bei jeder Abtreibung ein Mensch stirbt. Und dem Moment, wo sie es ausspricht, also eine Last abfällt und ihr Herz wieder mal überhaupt zum Schlagen anfängt. Also ich merke echt, dass da die Frauen oft einmal so einsam und so allein sind und irgendwie aufhören, wirklich zu leben. Sie funktionieren halt so irgendwie, aber das, was sie als Frau zum Geben haben, was ihr Leben ausmacht, das hört ein Stück weit auf. Diese Einsamkeit, die diese Frau so lange mit sich getragen hat, das wird eben thematisiert und ich versuche es wirklich ganz leicht zu erklären, ganz nicht moralisierend, sondern einfach, ja, und dass vielleicht andere Frauen auch den Mut finden und sagen, ja, ich habe das gemacht, ich war unter Druck, es ist von mir erwartet worden, was anscheinend ja eigentlich einer der ersten Gründe ist, warum Frauen abtreiben, weil es von ihnen erwartet wird. Jedenfalls, dass sie das aufbrechen, so wie der Don Ruppi gesagt hat, dass sie sich an wen anvertrauen und sagen, ja, ich habe das gemacht, aber es gibt eben so viel Heilung, eben bei Gott und durch die Beichte und das Leben kann trotzdem weitergehen. Ich finde es so gut, dass du als glückliche Mama, glückliche Mutter... Ich habe schon meine Themen, gell? Also so. Okay, die wollen wir jetzt vielleicht nicht alle. Die bleiben mit dich. Bleiben vielleicht im Roman nur ein Subtext. Ja. Aber als Mama, die ein erfülltes Leben eigentlich hat, also diese Mutterschaft auch irgendwie lebt für Frauen, die in dieser Mutterschaft, in ihrem Frausein, irgendwie einen Schmerz oder eine Gebrochenheit erleben. Und das finde ich so cool, dass du sagst,
Wir müssen die Frauen stärken, wir müssen ihnen ein Selbstbewusstsein geben, wir müssen sie herausholen aus dieser Einsamkeit, aus diesem Schmerz. Was möchtest du die Frauen damit mitgeben? Ja, diese Hoffnung, ich glaube, die Hoffnungslosigkeit ist überhaupt das Allerschlimmste. Und diese Hoffnung, die uns aber die uns unser Glaube gibt, gell? Und vor allem dieses Denken, wir sind geliebte Kinder Gottes und vor allem, ich bin eine Königstochter, ich bin eine Prinzessin. Wir sind einfach anders wie die Männer, aber ich glaube, für uns ist es wirklich so wichtig oder essentiell, dass wir den Raum halten, dass wir da sind, dass wir eben das Leben schenken. Wir sind ganz, ganz was Besonderes. Wir sind so prädestiniert, wir sind so, ja, so beschenkt, weil ein Kind zu kriegen ist einfach das Größte aller Wunder. Sie muss jetzt die Geschichte von ihrem Sohn erzählen. Ihr Sohn, also die Freundin ihres Sohnes, wird schwanger und er sagt, abtreiben. Auf keinen Fall ein Kind. Und sie hat aber gesagt, nein, ich kriege das Kind. Jetzt ist er der liebste und zärtlichste und coolste Vater, was es überhaupt gibt. Und ich glaube, man muss den Männern auch Zeit lassen. Und ich habe einen Satz im Buch, der heißt, um dem spielt es auch ein bisschen, sich Zeit zu nehmen, ist der persönliche Ausdruck seiner eigenen Freiheit. Und deswegen sollte man sich Zeit nehmen bei der Entscheidung. Man sollte sich Zeit nehmen, man sollte dem Vater Zeit geben. Und mit der Zeit wird das immer eine ganz geniale Geschichte. Und dass wir das nicht zum Tabuthema machen und dann so seriös und so stark und zuversichtlich und nach außen hin so abgeklärt tun. Und im Inneren lassen wir die Frauen damit auch ein Stück weit einfach sterben, zugrunde gehen. Etwas in ihrem Herzen stirbt. Es ist so, es ist ein unglaublicher Schmerz und es ist eine Last. Und ich kann nur jede Frau und auch jeden Mann dazu ermutigen, sprecht darüber. Lasst diesen Schmerz nicht das Ende dieses Schicksals sein. Es holt dich immer wieder ein, alles, was du verdrängst und nicht aufarbeitest. Keiner will darüber reden und niemand hat den Mut, die Tapferkeit und die Courage. Und darum möchte ich bei dir, Maria, danke sagen, wirklich für diesen Mut, für diese Tapferkeit. Eine wahnsinnige Bauerfrau, die sich traut, dazu zu stehen, das anzusprechen und auch diesen Raum wieder aufzumachen. Ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Und ein neues Leben schenken zu dürfen, das ist so ein Geschenk. Das ist so was Großartiges. Und wir wissen, nichts, was so schön ist und so wertvoll ist, kriegt man umsonst.